Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Keller, zweites Ründchen hier heute. Wie ich es ja bereits im ersten Video heute angekündigt habe, jetzt kommen wir endlich zur Hellfire. Ja, ist eine Pfeife aus Russland, die ich auf der Shisha-Messe gesehen habe. Und ich muss sagen, das ist bisher vom Optischen her das Krasseste, was ich bisher vorstellen durfte oder was ich in meiner Laufbahn gesehen habe. Weil optisch läuft das Ding komplett in seiner eigenen Linie. Ich möchte ja nicht in den Kommentaren lesen nach dem Video, die Hellfire oder eine VUCA, ne? Die Hellfire oder eine MIG. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil diese Pfeife ist, ja, vom Optischen her was komplett anderes. Ja, vom ganzen Aufbau her, also manche sagen Steampunk-Style. Für mich ist es, weiß ich nicht, Industrie. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das ist für mich so, als wenn ich das Ding gerade aus dem Garten ausgebuddelt hätte. Ja, und jetzt hier mit Rauch. Ob das jetzt so geil wäre, weiß ich auch nicht. Naja. Ihr habt natürlich am Anfang dieses kleine Intro gesehen. Ja? Ich dachte mir, komm, was die anderen können, das kann ich schon lange. Ja, das ist telefonieren. Ja, ich habe die Pro-Contra-Jungs angerufen und gesagt, hör mal, mach mal was fertig hier. Ja. Ihr könnt das doch, oder? Die Pfeife, die ihr da gesehen habt, wie gesagt, es gibt drei Variationen der Hellfire. Ja? Bei den Jungs oder in diesem Intro habt ihr die Kronos gesehen. Ja, das ist ja, die Hellfire im Uhrendesign. Mehr oder weniger. Ich habe hier die Open Ocean. Es gibt noch eine dritte Variation, die habe ich jetzt hier auch stehen. Smoke on the Water, da ist so eine Gitarre vorne dran, die ihr auch wirklich stimmen könnt und dann spielen. Ja? Aber wir kommen hier zu Open Ocean, Freunde. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, der Link ist auf jeden Fall unten drin von den Pro-Contra-Jungs. Unsere Videos kommen zeitgleich hoch. So habt ihr auch direkt die zweite Variation der Pfeife oder der Ausführung. Und ich kann euch nur sagen, abonniert den Kanal. Weil am Ende dieses Videos starte ich vielleicht ein Gewinnspiel. Ja? Man munkelt. Bevor wir aber dazu kommen, Freunde, gehen wir wie immer erstmal in den Abbau, dass ihr einen kleinen Überblick davon bekommt, was der Lieferumfang ist, generell etc. pp. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Endfazit und mit den, ja, ganzen näheren Details zur Pfeife. Ja, Freunde, und dann gehen wir rein in den Abbau und ich habe ultimativ Schiss um den Tisch. Nicht um den Tisch selber, sondern dass er einfach versinkt und die Pfeife im Arsch ist. Weil die wiegt schon ein bisschen was und ja, ich habe das jetzt hier auf die Kante gestellt, deswegen sieht es von den Proportionen her vielleicht ein bisschen scheiße aus. Aber anders kriege ich es nicht hin. Stelle ich das in der Mitte drin, bricht das Ding safe durch. Aber ganz, ganz safe. Gewichtstechnisch ist das schon... Ja, also das wiegt schon einiges, Freunde. Wir kommen aber zum Abbau. Und dafür fangen wir mit dem Schlauch an. Schlauch ist wie gesagt Kunstleder, darum ist eine Messingspirale in dem Falle gewickelt. Und vorne das Mundstück gibt es in zwei verschiedenen Variationen. Ja. Ich habe jetzt hier das Messing in Kombination mit Kunststoff. Könnt ihr auch irgendwelche Hygienemundstücke drauf passen, packen. Ich habe es jetzt so genommen, weil ich finde, es ist mundfreundlicher, wie wenn du das Messing im Maul hast. Aber auch da ist jeder anders. Ja. Ihr könnt den Schlauch hier einfach ohne Probleme abdrehen. Zack, dann ist das Ding auf jeden Fall ab. Der Schlauch ist sehr, 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 sehr hochwertig. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, was den Durchzug angeht. Aber dazu kommen wir natürlich dann im dritten Part in dem Falle. Also Schlauchset geht auf jeden Fall ganz safe, klar. Passt sich auch der Optik an. Ja, das ist natürlich auch noch sehr, sehr entscheidend hier bei der Pfeife. Weil die punktet, ja, nicht überwiegend, das hört sich schon wieder falsch an, aber... Ja, sehr, sehr stark mit Optik. Also das sind Dinge, entweder du feierst es ab oder eben nicht. Ja. Wie gesagt, das ist das ganze, der ganze Apparello. Es gibt sie in drei verschiedenen Ausführungen. Ja. Dazu komme ich aber gleich im dritten Teil auch nochmal. Wir haben hier die Open Ocean. Ja. Auf jeder Pfeife ist ein, ja, eine Seriennummer drauf. Ich habe jetzt hier in dem Fall die 0024. Ja, und die ist dann halt fortlaufend. Bei jeder Pfeife ein bisschen anders, aber das steht wie gesagt auch auf der Homepage. Wir kommen einmal zum Innenleben des Ganzen. Ihr habt hier ein Barometer drauf. Also ich habe diese Barometer-Serie Open Ocean. Barometer misst, glaube ich, Luftdruck oder irgendwie sowas. Kann ich jetzt auch nicht ganz auf dem Schirm. Spielt auch keine Rolle, das Ding funktioniert aber. Ja, wird ja mal nicht zu Wettervorhersagen oder was genutzt. Das funktioniert aber. Mir bewusst die aus, weil ich finde es einfach optisch nice. Lösen könnt ihr das Ganze oder zum Innenleben könnt ihr kommen, wenn ihr diese drei Feststellmuttern hier abdreht, die ihr auch ohne Probleme abdrehen könnt. Ja, es ist Werkzeugstahl hier an der Stelle, das kann man natürlich auch noch beifügen. Allerdings nicht das Innenleben. Ja, ihr habt hier Werkzeugstahl, Messing und Edelstahl. Also das Tauchrohr ist Edelstahl. Sobald ihr die drei Muttern gelöst habt, könnt ihr das Ding einfach nach oben hin abheben. Und hier sind wir bei dem ersten Manko für mich. Das Tauchrohr ist zu lang. Also für mich ist das Tauchrohr zu lang aufgrund des Glasvolumens. Da komme ich aber gleich zu. Ja, also das Tauchrohr hätte einen Tacken kürzer sein müssen, weil du sonst sehr, sehr viel ziehen musst.
Ja, aber wie gesagt, rauchtechnisch ist das Ding okay. Ja, also da kommen wir aber auch im dritten Teil zu. Ich möchte hier nicht durcheinander kommen. Ihr habt einen Anschluss parat. Entschuldigung, hier. Und hier habt ihr das Ausblasventil im Prinzip. Ja, auch wenn das aussieht wie ein Anschluss, aber das ist ja ein bisschen steil in dem Falle. Geplant war, ich weiß nicht, ob geplant war, dass es auch mit zwei gleichzeitig rauchen möglich ist. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, Freunde. Ja, ihr könnt den Kopfanschluss abschrauben und einen anderen Teller drauf machen. Ich lasse ihn jetzt drauf, ja, weil das nur unnötig Zeit kostet. Der Teller ist schwarz pulverbeschichtet, mehr oder weniger. Ist das pulverbeschichtet? Ist auf jeden Fall. Es sieht alles nach Industrie aus. Es sieht wirklich alles nach Industrie aus. Verarbeitungstechnisch, wie gesagt, ich komme aus so einer Sache, wo wir Pumpen hergestellt haben für Untertage. Ja, und das ist sehr, sehr ähnlich alles hier. Ja, also eigentlich ist so ein Zeug unkaputtbar. Ich blende euch natürlich auch immer mal wieder ein paar Fotos ein. So ist es für mich ein bisschen einfacher, weil ich kann das Ding hier nicht um 180 Grad und das kommt nicht gut. An die Bowl, Freunde, kommt ihr quasi hier, auch wie Untertage, ja, wie diese Lampe, könnt ihr einfach rausziehen. Zack. Das Glas ist dann quasi hier in so einer Schutzummantlung drin, ja. Und dann könnt ihr das einfach hier rausholen. Und beim Einlassen, ja, natürlich nicht fallen lassen von oben, ja. Aber unten ist eine Feder. Damit ihr nicht Gefahr lauft, dass ihr auf Dauer das kaputt macht, wenn ihr mal vergisst. Ja, wir kennen uns alle, ach komm, lass fallen da und peng, dann ist es kaputt. Da habt ihr unten eine Feder, die das Ganze ein bisschen sanft noch abfängt. In dem Falle, auf jeden Fall gut mitgedacht an der Stelle, muss ich auf jeden Fall auch sagen. Das Glas finde ich schick. Es ist kein besonderes Glas, ja, das hat mir der Hersteller auch verraten gehabt. Das ist stinknormales Glas, ja, Glasglas in dem Falle, meine ich. Ja, doch, ich meine, der Hersteller hat gesagt, es ist kein besonderes Glas, braucht aber auch nicht. Ja, weil das Glas ist ja komplett geschützt. Ihr habt hier so ein Seemannsschiff hier drauf. Unten den Kompass und oben halt dieses Hellfire-Logo. Ich finde das Glas selber perfekt. Und Freunde, sauber machen. Kein Problem. Keine Probleme mit sauber machen. Da kommst du mit deiner ganzen Hand rein. Ja? Ich weiß nicht, manche können das vielleicht sogar auch als Schlafsack benutzen. Das weiß ich nicht. Schlafsack vielleicht nicht. Was soll der Blödsinn? Die ganze Pfeife wird in Russland gefertigt und es ist wirklich alles handmade hier. Also die wird selber bemalt, die ganzen Einzelteile, alles wird per Hand selber gemacht. Ja, das kann man auf jeden Fall auch noch beifügen. Und ihr habt eine kleine lustige Geschichte. Ich habe hier hinten so ein Stöpsel dran. Das ist bei jeder Ausführung anders, bei jeden drei. Ja, aktuell gibt es drei verschiedene Ausführungen. Ich weiß nicht, erkennt man es jetzt? Erkennt man das? Ich sehe es nicht. Ich habe da ein A vor. Ich hoffe, man erkennt es. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten packe ich einmal das Glas rein. Ihr habt eine integrierte LED unten drin. Oder zwei Stück für mehr. Eine rote, eine blaue. Also müsste man es doch einigermaßen erkennen können. Ja, also ihr habt einen Bewegungsmelder drin irgendwie, also die LED reagiert auf Bewegung, auf Geräusche vielmehr. Das heißt, wenn ihr zielt, ist die Bowl eigentlich rot, hört ihr auf, wird sie blau. Ihr habt verschiedene Modis da hinten drin, ja, ihr könnt ja an dem Rädchen drehen, was ich wahrscheinlich per Bild eingeblendet habe. Geile Sache. Also es ist Spielerei natürlich, aber eine geile Sache auf jeden Fall. Qualitätstechnisch, Freunde, finde ich... Ja, ich komme halt aus diesem Metier, Industrie, ja, also es ist Ruhrgebiet für mich. Und das ist es auch. Es ist wirkliche Industriequalität. Ja, also ihr habt hier und da mal, ihr seht hier oben so was verschweißt. Ihr könnt euch nirgendwo schneiden oder sonst was. Aber ihr seht halt, dass nicht alles hundertprozentig gerade ist. Ja, das seht ihr auf jeden Fall an manchen Stellen hier oben, an dem Ring zum Beispiel oder so. Aber das ist halt dieser Charme von Industrie. Ja, deswegen stört es mich persönlich überhaupt nicht. Ein zweiter Negativpunkt nach dem Tauchrohr vielmehr ist der Boden. Ja, da werde ich jetzt ein Bild von einblenden. Ihr habt unten drunter Kork. Allerdings sinkt der Kork so ein bisschen rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier rumschiebe, verkratze ich mir den Tisch. Ja, und des Weiteren ist der nicht ganz bündig oben unten am Boden. Ihr habt an der Seite so Rillen. Ich hoffe, das erkennt man auf dem Bild.
und da unten diese Batterie, dieses Batteriefach ist für die LED, jetzt reicht es aber hier mit dem Geklacker hier. Läufst du da Gefahr, wenn es mal was verkippst oder ein Glas verkippst und das läuft da unten rein, dann hast du vielleicht ja keine LED mehr hinterher. Das wäre vielleicht noch so ein Verbesserungsvorschlag von mir, dass man den Kork da unten noch ein bisschen bearbeitet. Aber ansonsten finde ich das Ding klasse und habe jetzt mega Bock, Wasser reinzumachen und euch die mal in Action zu zeigen. Und da gehen wir jetzt definitiv rein. Wir haben uns schon wieder lange genug hier verplappert. Und dann kommen wir zu den restlichen Fakten. Preis, dies, das. Weil der hat's in sich, Freunde. Damit hello again zum zweiten Mal, Freunde. Die Lunte ist an. Meine Befürchtung war, dass du überhaupt keinen Durchzug hast. Aber das ist hier das komplette Gegenteil. Ja, es ist kein Durchzugsmonster, aber auch nicht wirklich traditionell, sondern was zwischen traditionell und Durchzugsmonster aus meiner Sicht. Es macht Spaß zu rauchen. Wie gesagt, das Taucher könnte für mich noch ein bisschen kürzer sein, weil ihr sehr, sehr viel Volumen wegziehen müsst. Ja. Aber trotzdem ist es gut zu rauchen. Es ist wirklich gut zu rauchen. Auch der Sound ist cool. Ja, es ist nicht zu laut, aber trotzdem habt ihr dieses Blubbern. Auspusten geht auch safe klar. Ja, ganz safe. So, und die Bowl ist leer. Ja, die Bowl ist wirklich komplett leer vom Rauch. Aufgrund da die Anschlüsse komplett zentral rein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Klaus Schemmer war. Ich hoffe, die Brocontra-Jungs sind darauf näher eingegangen. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Patzer meinerseits. Aber die Bowl ist leer. Ja, die Bowl ist wirklich leer. Der Rauch steht komplett im Raum hier drin. Was trinken hier, Regie? Hast du was? Wir kommen mal ganz kurz zu den Randnotizen hier, Freunde. Ja, also zu den Gadgets jetzt, was unsere Pfeife angeht. Wir haben, wie gesagt, das Barometer, was auch echt ist und funktioniert. Ja, also da könnt ihr noch ein bisschen mit rumspielen. Finde ich eine extrem geile Sache. Ihr habt hinten, wie gesagt, dieses LED. Ich quassel jetzt die ganze Zeit, dann flackert es da rot. Ja, ist, wie gesagt, ein Geräuscherkenner da drin. Ja, so ein Bewegungsmelder. Das ist eine extrem lustige Geschichte. Ihr könnt auch noch hinten einstellen, ob ihr es dauerhaft blau haben wollt, dauerhaft rot. Da habt ihr, wie gesagt, den Stöpsel. Leder ist hochwertiges Kunstleder, aber das habe ich ja gerade alles schon im Abbau gesagt. Wie gesagt, wir haben Messing, wir haben hochwertigen Werkzeugstahl und wir haben die Rauchsäule selber, die ist aus Edelstahl. Ich finde das Ding abnormal. Also ich finde das Ding wirklich, ab jedem, dem ich das gezeigt habe, der, Alter, was ist das denn für eine krasse Scheiße? Die Bowl selber ist 30 cm hoch und fast ein Durchmesser von 9 cm. Ja, das kann man hier auch noch beifügen. Es wird auch bald Holzkisten geben, die sehr, sehr hochwertig sind. Ich weiß nicht, ob ich davon ein Bild finde. Ich habe hier leider auch kein Bild. Aber das sind im Prinzip sowieso Schatzkisten, wo ihr die Pfeife reinstellen könnt und dann ja, hinstellen ins Regal. Extrem fett. Ihr könnt die auch so irgendwo hinstellen. Ja? Easy peasy Geschichte an der Stelle. Das Ganze ist wirklich hundertprozentig dicht. Das kann ich hier auch noch sagen. Und es macht einfach Spaß zu rauchen, weil du... Ich weiß nicht, also da hier passt alles, ja. Die Pfeife an, Titanic gucken und Action, würde ich sagen. Nur einen anderen Tisch nehmen, weil sonst geht die Pfeife auch unter, genau wie der Chief. Ihr habt auf der Bowl selber noch sogar so ein Wasser. Also wie viel Wasser kommt da rein? Die Frage kann auch nicht kommen, weil ihr auf der Bowl selber, also auf dem Glas, eine Markierung habt, bis wohin das Wasser muss für Bars oder was weiß ich nicht was. Diese können sogar noch selber entscheiden, ob ihr Logo drauf soll. Ja, jedes Stück ist ein Einzelteil. Ja, die Seriennummer, ihr könnt ein eigenes Logo drauf machen. Also da könnt ihr selber die Hersteller anschreiben und sagen, jo, wie sieht's aus? Preistechnisch könnt ihr da eventuell auch noch ein bisschen verhandeln. Ja, weil die Preise sind hart. Die Preise sind wirklich hart an der Stelle. Die Open Ocean, die ich hier stehen habe, ist die günstigste. Und da sind wir hier bei 599 Euro, Freunde. Ja, also das ist keine Pfeife für einen Anfänger. Das ist auch keine Pfeife für den, der sagt, komm, ich möchte ein bisschen was investieren und dann reinstarten. Das ist wirklich was für Liebhaber. Ja. Und jetzt die schon wieder über den Preis meckern. Ja, ich finde den Preis auch nicht knülle. Aber ich gehe auch nicht nach Porsche in den Laden und schreie den Hersteller zusammen, wird sie nur eure Autos so teuer. Und geh wieder raus. Das juckt den Hersteller im Prinzip herzlich wenig. Ja? Und du selber machst sie zum Affen. Also. Ne? Wie gesagt, Freunde, wer was komplett Außergewöhnliches sucht und die Patte hat und sich sagt, alter Vater, dann safe. Dann safe aus meiner Sicht. Also das wäre ein Teil, darauf hätte ich sogar gespart. Weil ich finde es optisch
ein absolutes Brett, gerade für mich als Ruhrpott-Kind. Ja, ich finde es ein absolutes Brett. Und auch vom Rauchen her, hier funktioniert alles, hier ist nichts undicht oder scheiße zu rauchen. Der Geschmack ist voll da. Ihr könnt eure eigenen Köpfe draufpacken. Es ist eigentlich auch noch ein anderer Kopf bei denen. Habe ich jetzt hier nicht parat liegen, aber der ist auch nicht cool aus meiner Sicht. Ja, der ist auch nicht cool. Ich habe den jetzt hier nicht liegen, aber der ist so ein richtiger Monster. Also so ein richtiger Monsterkopf. Ihr könnt aber separat, es hat eh jeder seinen eigenen Kopf und packt den da drauf. Safe. Ganz safe. Ich werde euch in die Videobeschreibung die Facebook-Seite reinknallen, wo ihr euch Informationen holen könnt. Und ich werde auch mal die E-Mail-Adresse von den Herrschaften, von den deutschen Vertretern rein machen unten. Wer Fragen hat, schreibt die Hersteller an. Ja, die sind sehr auskunftsfreudig und freuen sich, denke ich, auf euer Feedback und auf eure Anregungen eventuell. Ich habe keine Anregungen mehr zu machen. Ich finde das Ding in seiner vollen Pracht abnormal. Wirklich abnormal. Wie gesagt, wer die Patte hat und hast dich gesehen, Safe-Kauf. Wirklich ein Safe-Kauf. Ich bin absolut begeistert von dem Teil. Ja, und das Video ist hier keine Ahnung wie lange geworden, viel zu lange. Es tut mir leid, aber ja, so ein Ding, das nimmt dann halt auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch, Freunde. Ich würde sagen, ich habe am Anfang gesagt, wir kommen zum Gewinnspiel, Freunde. Wir kommen zum Gewinnspiel. Die Pfeife werde ich nicht verlosen. Ja, dickes Dankeschön auf jeden Fall nochmal an den Hersteller, dass ich die für euch vorstellen durfte. Die Pfeife werde ich safe nicht verlosen. Ja, das geht nicht. Das kann ich nicht machen, das kann ich nicht übers Herz bringen. Aber, Freunde, aufgrund der Mühen, die die Brokonta-Jungs sich hier gemacht haben für dieses Video, ja, sind ja extra rausgefahren, haben sich einen Ort rausgesucht, wo kann ich einen Porn machen, etc. pp. Bis zum nächsten Dienstag, Freunde. Es ist eine schwere Kiste, aber ich hau hier auch kein Fusel raus. Ich knalle eine MIG Mini-Mi Premium raus. Mit der P12 Nano Bowl sogar. Ja? MIG Mini-Mi Premium mit der P12 Bowl. Knall ich für euch raus. Wenn ihr die Brokonta-Jungs auf 10.000 macht. Die Jungs haben es verdient. Die sind jetzt auch schon lange, lange dabei. Ja? Tätowierte und Bärtige müssen zusammenhalten. Ja? Ich könnte jetzt auch sagen, macht hier, was weiß ich, bei mir irgendwas voll. Aber mein Pensum ist voll. Ja, also ich bin komplett überfordert mittlerweile mit meinem Feedback hier auf dem Kanal. Da habe ich immer noch nicht so ganz realisiert. Deswegen mache ich hier jetzt an der Stelle was für andere. Nein, das ist noch nicht das Gewinnspiel, was ich vor der Shisha-Messe angekündigt habe. Das kommt auch noch separat. Wäre jetzt hier Zucker für euch. Wie gesagt, da müsst ihr selber entscheiden. Ja, bringt die Jungs auf 10. Bringt die Jungs auf 10, lasst ihr ein Abo da. Und schreibt hier in die Kommentare Hashtag Gang. Dann seid ihr drin. Dann seid ihr drin, wenn ihr Bock drauf habt. Ich check's ab am nächsten Dienstag. Wenn es nicht passieren sollte, ja, dann ist halt keine P12 draußen. Und dann würde ich sagen, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Rauch, sehr, sehr viel Geschmack, Freunde. Ab rüber zu den Brokonta-Jungs her, da das Video abchecken. Die haben, wie gesagt, die andere Variation der Pfeife noch am Start. Und dann sage ich, hoffentlich bis zum nächsten Mal Stellung halten. Like technisch, Freunde, auf dieses Video. Ihr macht das schon. Ich bin raus.